Herzlich willkommen, liebe Yoginer und Yogini, zu dieser Yoga-Einheit. Ich führe im Ashtanga-Style dich ungefähr für 40, 50 Minuten und hoffe, dass du Freude entwickeln kannst, dich wirklich auf dich fokussieren kannst und so in gewisser Weise dein Herz aufgeht. Verbindung, Yoga heißt eben verbinden, zusammenkommen, zusammenführen, Herz, Seele, den Geist mit dem Körper verbinden und über den Atem geführt, lass dich inspirieren und leiten. Zu Beginn vielleicht die Augen schließen, um so die ganze Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und dann spür den Körper in seiner Aufrichtung und verbinde diesen Körper mit deinem Atemfluss, den du verlangsamst. Spür diese innere Bewegung. Es ist die Bewegung des Lebens. Ausdehnen, öffnen, Weite schaffen, Räume öffnen im Einatmen und Ausatmen, lass los, gib frei Verbrauchtes, Belastendes. Und so spür, wie sich Veränderung entwickelt, die innere Ruhe entsteht. Und dann erwecke vielleicht diese innere Leidenschaft, dieses Feuer, die Begeisterung in dir, Bestmögliches für dich zu entwickeln. Gleichzeitig darauf achten, dass du dich nicht verbrennst im Feuer der Leidenschaft, also Hingabe. Und natürlich dieses Fokussiertsein, sich beobachten, erspüren, wie es sich anfühlt. Das sind die idealen Voraussetzungen, um eben Bestmögliches für dich zu gestalten. So, und um dieses Yogafeld wirklich wachzurufen, die Verbindung herzustellen, können wir gemeinsam es umtönen. Es ist sozusagen die Schwingung wachrufen, das Feld, die Kraft, den Spirit des Yoga und die Meister verbinden, wenn du magst. Namaste. So, wir beginnen. Liebe Jasmin, ich werde dich anleiten. Lieber Zuseher, lass dich führen und habe einfach Spaß. So, der erste Schritt ist, sich wieder im Atem zu spüren, im Atem wahrzunehmen. Und pflege einen Rhythmus, der über die 1-2 Sekunden hinausgeht in eine Richtung. Und zu diesem Atemrhythmus beginnst du dich einzuschaukeln, einzuschwingen. Spür hin, was lass die Körperintelligenz führen, ja, bewegtes Atmen entstehen lassen. So, was immer. Kommt und du beobachtest dich und lass dich bewegen. So, in den nächsten 1-2 Minuten wollen wir ein bisschen in diese Ausrichtung kommen, dass der Atem spürbar dich bewegt.
Einatmen, öffnen, aufmachen. Ausatmen, schwing dich ein. Leeren. So spür, wie der Körper sich anfühlt und diese Verbindung zur Atmung. Bleib in dieser Ausrichtung. Und dann werde ich nach und nach übernehmen und dich weiterführen. So immer mit der Atmung verbunden. Das ist einatmend, öffnend, ausatmend. Zurück auf die Ferse. Einatmen, komm wieder vor, Richtung aufschauende Hundehaltung, also öffne deine Vorderseite und drück dich jetzt in den abschauenden Hund beim Ausatmen. So, hier bleib ein, zwei Atemzüge, streck dich gut durch. Und dann steig im nächsten Einatmen zwischen die Hände vor und heb den Kopf. Im Ausatmen klapp zu. Spür beide Füße gut verankert. Dann die Aufrichtung aus in der Einatmung. Arme hoch. Ganz leicht die Arme senken. Und gleich einatmen zum ersten Sonnengruß. Arme heben, öffne dich, weite dich. Ausatmen, beug dich. Schau, dass du leer bist und sicher stehst. Im Einatmen heb den Kopf, Brustbein leicht nach vor, aus, zurücksteigen. Und runtersinken in eine abgesenkte Stütz oder auf den Bauch oder auf die Knie. Dann roll vor, atme ein, öffne deinen Brustbereich. Und im Ausatmen schieb dich über die Zehen zurück in den abschauenden Hund. Und hier bleib. So die Ausrichtung des Körpers wahrnehmen. Beide Hände, Arme, den Nacken spüren, die Wirbelsäule strecken. Und nach auch ein bisschen in die Beine hinein. Über den Fußgrip, den Großzehenballen, Außenkante, Ferse, dich festigen, stabilisieren. So, jetzt, wenn die nächste Ausatmung kommt, beug die Knie locker, schau zwischen die Hände, steig vor, während du einatmest, zwischen die Hände, heb den Kopf und im Ausatmen klapp zu. Spür dich stabil, einatmen, komm hoch, Aufrichtung. Arme senken, ausatmen. Und noch einmal ein, hoch. Vorbeugen. Mach zu. Heb den Kopf. Dann zurücksteigen und absinken. Atme ganz aus. Kannst entweder Stütz machen oder einfach nur auf die Knie gehen. Dann vorrollen. Herz öffnen. Im Ausatmen schwing dich zurück. Und dann komm gleich mit dem rechten Fuß vor zur Kriegerin. Hinten stell den linken Fuß quer. Hoch, öffnen. Im Ausatmen senke einfach nur mal die Hände vor die Brust. Komm an in der Haltung, Herzverbindung. Und dann mach auf, öffne, jubel. Und ausatmen, runter. In eine Stützhaltung oder auf die Knie. Geh mal nur auf die Knie, um zu zeigen. Dann einatmen, schieb dich vor zum aufschauenden Hund. Mach auf. Und die Maus atmen, rollt zurück und dann links vor, einatmen. Füße wieder gut spüren, verankert, sicher, kraftvoll. Die Hände senken, berühre dein Herz wieder, öffne es wie eine Jubelpose. Und absinken, zur Stütze oder auf die Knie oder in die Bauchlage. Der aufschauende Hund, es weitet deine Vorderseite. Dann über den Nabeldruck in den abschauenden Hund schwingen. Und jetzt bleibe wieder einige Atemzüge, um dich zu spüren. Dein Atem, der fließt ruhig. Spür diese innere Bewegung, die Bewegung des Lebens. Und über die nächste Ausatmung wieder lockere Knie vorbereiten zum Vorsteigen. Kannst auch springen in der Leere, einatmend, heb dann den Kopf, streck dich aus, zu klappen, sicher stehen. Dann die Aufrichtung, weit öffnend.
Arme senken, Kinn senken. Jetzt machen wir noch einen Hocke im Dreh in den Sonnengruß, aus der Hocke öffnen. Die Vorbeuge im Ausatmen wieder zumachen. Kopf hoch, Brustbein nach vor, Gewicht vor. Setz die Hände aus, steig, spring, sink runter. Mach dich leer. Ein, der aufschauende Hund. Zurückrollen, ausatmen. Und dann rechts vor. Beide Füße gut verschrauben, öffnen. So, wieder die Hände vor die Brust absenken. Herzpunkt und natürlich Mula Bandha. Dann öffne, weite, Jubel. Absinken zur Stütze oder auf die Knie oder in die Bauchlage. Atme fertig aus. Einatmen, komm wieder vor zum aufschauenden Hund. Fülle, ausatmen, in den abschauenden Hund zurückschwingen. Und links vor, spür, senk wieder die Hände. Herzverbindung, Mula Bandha, kraftvolle Kriegerin, die jubelt. Und im Ausatmen geh wieder zu Chaturanga, ganz abgesenkt. Einatmen, deine aufschauende Hundehaltung, Brustbein heben, spür die Fußausrichtung und dann wieder zum abschauenden Hund. Und hier bleib wieder. Spür die Streckung in der Wirbelsäule. Auf Händen und Füßen die gute Verbindung, die Erdung, die dich zur Körpermitte in die Stabilität führt und daraus das Leichte, das Lebendige entfalten. Stira Sukha Asanam. Spür dich. Und dann bereite dich wieder vor zum Abschluss. Kniebeugen. Steig vor oder spring vor, atme ein. Im Ausatmen zuklappen, schließen. Und noch einmal Hocke, locker. Aus der Hocke weiter in der Brust. Knie strecken, Arme senken. Und ein, zwei Atemzüge ganz präsent und ruhig dich spüren. Das innere Lächeln darf wieder hochploppen. Und dann machen wir die erste Stehhaltung. Du steigst oder springst hüftbreit während der Einatmung. Und beug dich vor im Ausatmen, so dass du keine überstreckten Knie hast, dass es gut kippen kann im Becken und greif die große Zeh. Am großen Zeh zieh dann den Körper lang, Zeh haltend, und ausatmen, klapp heran. Und du machst so einen leichten Zug am Zeh nach vor oder nach oben und spür, wie dadurch die Füße gut andrücken. Und dieser Fußdruck sich überträgt in deine Ausrichtung bis in den Unterbauch. Spürst du Verbindung der Kraft. Und diese Kraft gibt dir das Gefühl der Sicherheit. Und aus der Sicherheit heraus entwickelst du die Lebendigkeit wieder in dir. Lass es fließen. Energie in Flow, in Motion bringen. Und so ist als emotionale Schwingung spüren diese Freude, im Idealfall durch den Körper schicken. So, dann heb den Kopf im Einatmen, setz die Hände an die Hüfte, atme aus. Komm hoch und nimm die Arme über Kopf, mach eine Jubelpose. So, spür wieder aus den Füßen heraus die Verbindung, die dich quasi ins Öffnen bringt, ins Weitende, ins Jubilierende. Spür dich durchdrungen von der Kraft und Energie, die du in dir wach rufst. Noch eine Einatmung und dann senke einfach während der Ausatmung die Arme und schließ die Füße in eine geschlossene Fußausrichtung. Weiter im Atem, präsent und klar. So, steige im Einatmen nach rechts in eine Grätsche. Dreh den rechten Fuß eine Vierteldrehung nach außen, nimm die Arme zur Seite und zieh seitlich weg zu einer Trikonasana-Ausrichtung. So, hier wiederum beide Füße gut verankert. Beide Füße sind quasi die Träger für eine kraftvolle Beinausrichtung, eine stabile Ausrichtung, die dich wieder aufmachen lässt. Weiten, öffnen. Spür das. Dein Atem fließt
wenn die nächste Einatmung kommt, hochgehen, über die Fersen eine Vierteldrehung nach links und sink zur Seite ausatmend und bring dich wieder in Position. So, und es geht nicht darum, dass du eine Haltung intensiv, tief, das ist keine Anstrengung, sondern es ist eine Kraftentfaltung durch die Stabilität, die du aufbaust über die Verbindung der Füße am Boden und dann eben dich öffnest, diesen Fluss der Energie durchbringen. Und dann machen wir noch eine Drehung, komm hoch im Einatmen, dreh wieder zurück über die Ferse, eine Vierteldrehung nach rechts, roll jetzt die linke Hüfte vor und setz im Ausatmen die linke Hand zum Fuß. Im Idealfall außen, kannst aber auch einfach draufsetzen oder innen. Streck noch ein bisschen den Oberkörper nach und dreh die Brust, die Schulter. Und ohne Stress kannst du den Kopf so drehen, eventuell den Blick zur Hand richten, um eben bei dir zu bleiben, nicht abzudriften. Aber sonst genügt es auch einfach, den Blick nach innen gerichtet zu halten, sich darin zu spüren. Dann kommt die andere Seite dran, im Einatmen, geh hoch, dreh über die Ferse. Schön aufmachen, im Ausatmen, setz die rechte Hand. Und wieder spür stabil über beide Füße in den Beinen zum Becken. Und der Oberkörper bewegt sich wie eine Harmonika im Atemfluss. Die Energie durchströmt dich. Und genau, es kommt automatisch das Lächeln hoch, wenn du ganz verbunden bist. Nächste Einatmung, komm wieder hoch. Und im Ausatmen schließ zur Ausgangsstellung. Tief ein und aus. Und dann machen wir eine Grätsche nach rechts, die Hände an die Hüfte, Füße parallel. Und im Ausatmen beug dich vor und setz die Hände einfach auf. Strecke ein bisschen den Oberkörper lang. Und diese Länge mitnehmen beim Ausatmen. Und hier auch aus der Fußverbindung die Stabilität spürend, die dich wieder Sicherheit gibt, sodass der Oberkörper schwingen kann im Atemfluss. Genau, das Kinn ist ein bisschen herangesenkt, also auch da Energiebewusstheit, Chalandrabandha. Und jetzt im Einatmen hebt den Kopf lang nach vor, nimm die Hände einfach an die Hüfte im Ausatmen. So hochkommen im Einatmen, Arme zur Seite und hinterm Rücken ineinander greifen, wenn du ausatmest. Wenn du magst, kannst du die Handflächen nach unten drehen oder beibehalten und im Ausatmen beug dich und senk die Hände Richtung Boden. Und spür dich vor allem aber im stabilen Stand. Und über jede Ausatmen kannst du ein bisschen mitsinken. Gib dir Spielraum im Einatmen, diese innere Energie im Flow bewusst erleben. Und noch einmal ausatmen. Und dann komm hoch, atme ein, öffne noch einmal die Arme zur Seite. Und bring die Hände noch einmal an die Hüfte. Über das Einatmen roll die Ellbogen nach hinten und öffne dich weit. Beug dich dann im Ausatmen und lass einfach den Oberkörper jetzt hängen. Aber spür dich immer stabil. Und das leichte zueinander gedrehte Ellbogen, um die Vorderseite nicht zu verschließen. Spür die Bewegung der Atmung. Wie fühlt es sich an? Und dann komm wieder hoch. Übers Einatmen. Und schließ vorne zur Ausgangsstellung während der Ausatmung. Und komm in diese Zentrierung, ins Lächeln wiederfinden. Wir machen noch eine Gleichgewichtshaltung. Wir
Nimm den rechten Fuß innen am Oberschenkel. Zieh das Knie nach außen und kannst gerne die Hände vor die Brust nehmen und einmal außen Fußgrip in Verbindung zum Scheitel hoch dich aufrichten, nicht hineinhängen, aufrichten. So, und da, wenn du sicher stehst, kannst du gerne noch jubeln, den einbeinigen Jubel eröffnen. Sehr gut. Bleib im Atem verbunden, das Lächeln in dir. Wunderbar. Und über das nächste Ausatmen, locker den Fuß und winkel dein Standbein leicht ab. Leg den Fuß überm Knie, einfach am Oberschenkel auf. Und jetzt machen wir einfach eine tiefe Hocke, sinken hinein. Genau, und bleiben ein paar Atemzüge in der Öffnung der linken Hüftseite, der rechten Hüftseite. Wenn die nächste Einatmung kommt, richte dich wieder auf und übers Ausatmen abstellen. Während du dich findest, bleib im Atem präsent und dann richte die zweite Seite aus. Aus der Stabilität, Zentrierung heraus, wenn es passt. Auch wieder schöne Öffnung. Arme heben ist verbunden mit dem Leben sich öffnen, dem Jubeln. So, übe einfach solche Haltungen und du wirst dich mehr und mehr des Lebens erfreuen. Wiederum. Übers Ausatmen kannst du die Hände zur Brust senken, den Fuß am Oberschenkel übers Knie einfach locker aufsetzen und dann die Hocke, deine Tiefe nach und nach finden. So, jedes Ausatmen kannst du nutzen, um ein bisschen nachzusinken. Schau, dass du in der Einatmung Spielraum hast. Perfekt, bleib so. Fühl dich kraftvoll und gleichzeitig öffne deinen Hüftbereich. Und über dein Einatmen kommst du dann wieder hoch und komm in die Ausgangsstellung. Das innere Ausgeglichenheit finden. So, wir machen ein Vinyasa und kommen dann noch in eine Kriegerhaltung. Einatmend öffne, strecke, weite dich, beug vor im Ausatmen. Ganz leer, Kopf hoch. Zurücksteigen, absinken. Dein aufschauende Hundehaltung, Herz offen. Abschauende Hund aus. Und dann steige rechts vor zu Virabhadrasana. Erste Kriegerin. So, hier die linke Hüfte bestmöglichst vorgerollt und dann ein bisschen noch Schulterausrichtung spüren. Und letztendlich sollte das dir die Stabilität in den Beinen, die Kraft geben oder vermitteln, dass du offen und frei und jubilierend dich fühlen kannst. Finde wieder. So, in der Kriegerhaltung spür dich wieder, kraftvoll auf beiden Füßen. Und diese Kraft durchströmt dich. Das heißt, du spürst wieder die Lebendigkeit, die Freude. Und so eine kampfbereite Kriegerin in dir erfreut sich des Lebens. Nächste Einatmung im Kniestrecken. Drehe über die Ferse. Spür hin, ob die Ausrichtung passt. Fersen ungefähr auf einer Linie, sodass die Hüfte gut ausgerichtet sein kann und dann öffne noch einmal schön deine Brust weit, spür dich getragen und lass die Energie wieder fließen. Energiefluss ist spürbar.
die Freude in dir wäre der ideale Energiefluss. So, dann kommt die zweite Kriegerin. Öffne die Arme und Hüfte. Schön parallel zum Boden ausgerichtet. Auf beiden Füßen wieder sicher. Brustbein gehoben. Lass dich runterfallen ins Becken. Und die Energie wieder hochsteigen. Zur nächsten Einatmung, komm zur anderen Seite, im Knie strecken, dreh. Spür wieder genau hin, fährst noch auf einer Linie, vorderes Bein, Spur. Ja, und wieder mächtig, kraftvoll und doch dieses Lebendige in dir, die Freude in dir. Und diese Lebendigkeit bringen wir jetzt über ein Vinyasa in eine Sitzhaltung über. Also du drehst hinten, atme ein, schön locker hoch und runter zur Stütz, ausatmen. Einatmen, öffne dich in den aufschauenden Hund, zum abschauenden Hund aus und dann komm ins Sitzen, in den Langsitz. Hinsetzen, Beine strecken, Oberkörper aufrichten und du bist wieder gleich in einer Haltung. Also es gibt nie eine Haltung ist fertig, jetzt warte ich, bis etwas Neues angesagt wird, sondern du bist immer präsent, du bist immer gewahr des Augenblicks. So bist du immer in einer Haltung und spürst dich immer. Und das ist letztendlich die Übung, präsent zu sein, den Augenblick bewusst sein. Nächste Ausatmung. Kannst du dich vorbeugen und eventuell die große Zeh greifen oder du könntest auch einfach drüber greifen. Schließ, wenn die nächste Ausatmung kommt, ganz in die Position der Vorbeuge mit sanftem Schub der Großzehenballen, wenn du die große Zeh greifst. So, das löst auch wiederum diese Aktivität aus, die dich in die Körpermitte verbindet, aus der du dich wieder versuchst, im Atem zu öffnen, Energie wieder richtig fließen zu lassen. Also diverse Nadis, Energiekanäle, wird Position für Position, werden diese zigtausende von energetischen Kanälen bearbeitet, geöffnet. Dann komm über die Einatmung hoch, richtig ganz auf, setz die Hände nach hinten, hinter das Gesäß, eine Handlänge dahinter auf, ein. Bring deine Brust, dein Becken hoch, drück die Füße Richtung Boden und so mach eine vorderseitige Öffnung. Auch den Hals noch ein bisschen strecken und spür deinen Atem. Hüfte gut hochgedrückt. Noch eine Einatmung. Übers Ausatmen lass dich runtersinken und mach ein Ablauf, ein Vinyasa, kreuz die Füße, Hände vor, ein, zurücksteigen, aus, runter, abgesenkte Stütz, der aufschauende Hund im Einatmen, abschauende Hund im Ausatmen und dann komm wieder zum Sitzen. Wir machen noch ein paar Hüftöffner, indem du den rechten Fuß innen am Oberschenkel ansetzt, das Knie nach außen fallen lassen, Oberkörper aufrichten. Im Ausatmen beug dich wieder vor. So, nimm wieder mit beiden Händen den Fuß und drück leicht an. So, es geht immer um etwas zu aktivieren. Du kannst passiv in der Haltung hineinhängen. Wenn du sehr flexibel bist, dann wirst du wenig anregen. Wenn du vielleicht einen Körper hast, der ziemlich steif und fest ist, dann strengt es dich sehr an, dich nach vor zu beugen. Dann musst du natürlich darauf achten, dass diese Intensität so weit zurückgenommen werden kann, dass wiederum eine innere Bewegung möglich ist. So, jeder in seinen Möglichkeiten. Es geht es immer um Gewahrsein. Nächste Einatmung, komm hoch, krieg dich ganz auf, stell jetzt den rechten Fuß für Marichyasana auf, breit, greif oder streck den rechten Arm nach vor,
und greife ums Bein herum zum Rücken und die linke Hand greift herum und du bindest quasi die Haltung. So, hier schau, dass du ein bisschen den Fußdruck spürst, des rechten Fußes am Boden und dich daraus ein bisschen nach vor zu pushen, aber ganz subtil. Es darf kein Verspannen sein, sondern die Richtung geben, unterstützt vom Fuß. Und das linke Bein ist gestreckt und auch hier gibt es leichten Schub. Spür deinen Atem. Komm dann hoch im Einatmen. Und jetzt löst die Haltung auf und mach ein Vinyasa. Schön den Atem führen lassen. Ja, abschauende Hund. Aufschauende Hund ein, abschauende Hund aus. Und dann komm ins Sitzen und wir machen die andere Seite. Linkes Bein einschlagen, innen am Oberschenkel, wieder die Aufrichtung spüren, einatmen, vorbeugen, ausatmen und deine Tiefe gehen, genau. Entweder hintereinander greifen oder einfach zum Fuß, wenn du gar nicht hinkommst, kannst du auch nur den Knöchel greifen. Wichtig ist wiederum, du versuchst immer dein Bestes zu geben, nicht ins Verspannen und auch nicht nur hängen. Spür die innere Atembewegung wieder und über ein Einatmen kommst du dann wieder hoch, richtig auf, stell den Fuß gleich auf, den linken, breit genug, Abstand, eine Handbreite zwischen Oberschenkel und Fuß, dann hast du eine gute Möglichkeit, dich zu binden, herumgreifen und wieder den Griff, die umgreifende Hand nimmt die andere. Und wieder spür dich und beobachte dich. Und erfreue dich des Momentes. Und so komm dann in eine Aufrichtung. Nächste Einatmung. Löst den Griff. Schwing dich ins Vinyasa. Kreuz die Füße, heb dich hoch und steig zurück. Sink runter im Ausatmen. Öffne zum Aufschauenhund. In den Abschauenhund. Und komm wieder vor ins Sitzen. Wir machen noch eine Bauchfestigungsübung. Nimm die Füße Richtung Becken heran, also winkel die Knie ab und heb die Füße weg vom Boden zur Boothaltung. Auch hier schau, dass du nicht zu stark aufs Kreuzbein zurückrollst, sondern vorne am Sitzbeinhöcker verbunden bleibst und daraus die Verbindung zum Unterbauch und Beckenboden. Und jetzt komm im Ausatmen mit den Knie ganz heran, greif die große Zehe, strecke ein bisschen nach oben und schau, dass du gut atmest. Leichten Schub der Großzehenballen, die Aufrichtung in der Wirbelsäule gut spüren und lächeln. Wenn du magst, öffne noch zur Grätsche. Auch hier bleib verbunden mit dem Sitzbeinhöcker. Zieh das Brustbein hoch, strecke ein bisschen in die Knie hinein. Und dann kannst du übers Ausatmen die Knie abwinkeln, die Fußflächen zueinander führen und am Boden auflegen. Die paar Füße noch ein bisschen Aufrichtung und dann mach eine lockere Vorbeuge. Lass den Kopf runter zu den Füßen sinken, Bauch nach innen, da richtig rund sein, die Wirbelsäule. Und den Kopf richtig runter senken Richtung Füße. So das Leeren des Bauches spüren über jede Ausatmung. Gleichzeitig immer den Raum schaffen für innere Bewegung. Dann komm über die Einatmung hoch. Jetzt leg dich gleich übers Ausatmen auf den Rücken. Stell die Füße hüftbreit auf.
Einatmend heb dein Becken, nimm die Arme nach hinten. Und im Ausatmen senk das Becken, nimm die Hände an die Knie und locker zur Brust. Atme ganz aus, Füße wieder aufstellen, hüftbreit. Becken heben, Arme nach hinten. Aus, die Hände und das Gesäß, Finger ineinander greifen. Und dann durch das Strecken der Arme, schau, dass deine Verbindung der Schulter am Boden gut spürbar ist, so der Nacken frei wird. Und immer aufs Atmen achten. Leer werden, stabil stehen und schauen, dass über die Einatmung Weite entsteht. Zieh das Brustbein vielleicht ein bisschen Richtung Kinn. Noch eine Einatmung. Und dann kannst du übers Ausatmen absinken. Atme ein, nimm die Arme nach hinten. Und im Ausatmen komm mit den Händen zu den Knie und darüber bring die Knie zur Brust. So, während du die Knie hältst, einatmend, die Arme strecken, ausatmend heran und kannst auch den Kopf noch ein bisschen heranziehen zum Schluss. So, mach das noch zweimal. Schön übers langsame, ruhige Atmen. Eventuelle Rückenanspannung lösen. Einmal noch. Und jetzt eine ganz wichtige Übung, um die Knie herum, sich umarmen. Und da lass dann den Kopf sinken und du spürst dich wirklich ganz entspannt und lass dich hineinsinken. Bleib atembewusst. Wenn du willst, kannst du auch Mula Bandha wieder ganz bewusst so in diesem subtilen Zugang spüren, sodass die Energie, dass man nicht abdriftet, gerade wenn man Haltungen macht, die sehr entspannend sind, neigt der Geist dazu, dich zu übernehmen und davon zu tragen. Es geht immer um dieses Gewahrsein des Momentes im Yoga. So, aus dieser Haltung machen wir eine Umkehr. Du streckst im Einatmen die Füße zur Decke, nimm die Hände seitlich am Gesäß. Atme aus, atme ein. Und wenn die Ausatmung kommt, drück mit den Händen dich mit den Füßen nach hinten über, auf die Schulter rollend, die Füße nach hinten und vielleicht greif mit den Fingern jetzt ineinander, um durch das Strecken wiederum Schulterausrichtung zu schaffen. Spür dich darin und spür vor allem den Atem. Der darf nicht gestresst sein. Wenn der Atem bedrückt ist, ist die Haltung nicht sinnvoll. Jetzt bring die Hände zum unteren Rücken. Spür dich gut gestützt oder kannst natürlich hochgehen zum und komm dann, wenn die nächste Einatmung kommt, entweder mit beiden Beinen gleichzeitig oder ein Bein hochziehen, das zweite mitziehen, so um dich in dieser Umkehrhaltung jetzt zu spüren. Wie fühlt sich der Atem an? Wenn du magst, kannst du auch noch ein bisschen Beine bewegen. So, das Bewegen der Beine, um den Beckenbereich, die Hüfte ein bisschen zu lockern. Das ist eine sehr angenehme Möglichkeit. Und spür einfach hin, was tut dir gut. So, auch hier sich leiten lassen von der Körperintelligenz. Drehen, abwechselnd, scheren, grätschen, was immer kommt. So ein paar Atemzüge. Und dann senk über das Ausatmen, beide Knie an die Stirn runter oder seitlich am Ohr Richtung Boden. Du kannst die Knie gut abwinkeln und einfach hören. Über den Atem verbunden, winkel die Knie jetzt ab. Genau. So, immer aufs Atmen achten. Wenn der Atem kürzer wird, gepresst ist, komm jederzeit aus der Haltung. Ganz wichtig, dich nicht überlasten. Selber die Verantwortung übernehmen. Und wenn die nächste Ausatmung kommt, mit Händedruck unterstützt, roll runter. Wirbelsäule abrollen. Vielleicht dann die Fußflächen zueinander nehmen,
Knie nach außen fallen lassen. Über den Unterarm, Ellbogendruck, hebt die Schulter weg vom Boden und setzt den Kopf am Scheitel auf. Also jetzt dieses Gegenöffnen. Hals gestreckt, Brust geweitet und schauen, dass dein Kieferbereich locker ist. Spür den Atem, ja, bring ihn durch, schau, dass keine Überspannung entsteht. Und dann, wenn es deine Kopfausrichtung ermöglicht, nimm mal die Knie zusammen und heb die Füße weg vom Boden und beginn dich zu strecken in den Knien auf 45 Grad abgehoben. Wichtig ist, dass du spürst, dass es dich nicht im unteren Rücken stresst, dein Nacken nicht überfordert, dass der Atem ruhig fließt. Hier bauen wir quasi ein bisschen eine Vorspannung auf durch den Scheiteldruck runter bis in die Zehe, um quasi für die nächste Haltung den Kopfstand ein bisschen vorbereitet zu sein. 3, 4, 5 Atemzüge, was immer für dich passt. Du kannst dann jederzeit die Haltung lösen. Spür zum Nacken, beweg den Körper und mach dann, ohne lange Pause zu machen, ein Vinyasa hin bis zum abschauenden Hund. Also sink runter zu Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Jetzt komm auf die Knie im Vierfüßlerstand, atme ein, lass die Ellbogen runtersinken im Ausatmen, greif mit den Fingern ineinander und den untersten kleinen Finger leg innen heran, dass der nicht von oben bedrückt wird. Genau, und jetzt Daumen nach oben gestreckt, setz den Hinterkopf da in diese in dieses Nesterl. Drück mit den Unterarmen gut an, damit deine Schulter hochgehen können und dann geh auf die Füße, komm vor, spür genau hin, ob du für den Kopfstand die Kraft hast und die Sicherheit hast. Mach das nur, wenn du es schon gemacht hast und Übung darin hast oder lass dir eventuell von deinem Partner helfen, wenn ihr eingespielt seid. So, hier geht es darum, wirklich mit Hilfe des Unterarmdrucks deine Schulter so einzusetzen, dass dein Kopf nicht Überdruck hat, dass dein Nacken nicht überbelastet ist und dass du eben in dieser Aufrichtung gut atmen kannst. Spür dich. Lass so auf diese Weise den venösen Blutfluss entspannen. Und natürlich auch noch als Entreinigungspose die Gifte verbrennen. Mala fällt ins Agni, ins Feuer, die Gifte verbrennen. So, du kannst natürlich, wenn du es gewohnt bist, deine Länge, deine Haltung so lange halten, wie es für dich Spaß macht. Wir beenden jetzt über dein Ausatmen, senk die Beine langsam runter und lass dich dann zurücksinken auf die Fersen mit dem Gesäß und bring den Kopf mit dem Scheitel am Boden auf, die Hände locker nach hinten und dann lass so auf diese Weise den Blutfluss wieder reguliert fließen. Dein Atem beobachten, auch ein bisschen die Bandha-Aktivität, so energiebewusst bleiben. Und dann kannst du noch einmal kurz dich aufrichten und dich, wenn du magst, in eine Rückenlage ausrichten und für ein paar Minuten hineinentspannen. Eine Möglichkeit. Dann wäre quasi die Übung beendet. Oder du kommst jetzt noch mit mir in ein Pranayama hin zur Meditation und
Du kannst dich entscheiden, wie du möchtest. Wenn wir jetzt zum Pranayama gehen, dann komm in eine Sitzhaltung. Ansonsten entspann dich und vielen, vielen Dank für dein tolles Mitmachen. Namaste.